Willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone. Ja, eigentlich wollte ich jetzt für euch eine Arena spielen. Das Problem ist nur, ich kann jetzt nur zwei Folgen aufnehmen und danach bin ich das Wochenende weg und dann kann ich am Wochenende keine Arena spielen. Also das Arena-Spiel muss ich leider verschieben. Deshalb spielen wir jetzt einfach mal eine Runde Tavern Brawl. Nochmal, wir haben ja schon zwei sehr schöne Wins gehabt. Und ich habe ja noch so ein paar Quests, die ich noch erledigen muss. Da ist unter anderem der Schamane dabei, da ist aber auch der Krieger dabei. Und ich möchte jetzt noch gerne mal den Krieger spielen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen mit dem Tavern Brawl. Dieser Tavern Brawl eignet sich wunderbar, um seine Quests abzuschließen. Gibt es da noch einen Schwung Gold? Ist auch mal cool. Und ich brauche auf jeden Fall mehr Kartenpacks. Ich habe echt das Problem, ich habe zwar 50 Kartenpacks jetzt geöffnet, aber ich komme so und... Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag diesen Tavern Brawl, weil du echt nur Minions hast. Ich mag den richtig, richtig gerne. Ich finde das absolut geil. Das ist schon echt nice. So. Okay, Voodoo Doktor, sehr schöne Starthand. Sehr schön für den Start. Komm mal her. Okay, was für 3-4. Sehr schön. Refreshment, wenn du... Sehr cool. Und if you have a minion with spell damage gain plus 2 und ein Inner Rage oben drauf. Ja, du hältst jetzt erstmal die Schnauze. Den Voodoo Doktor möchte ich jetzt ehrlich noch nicht spielen, aber ich möchte ihn irgendwie doch spielen. Restore to Hero. Bringt jetzt nichts, aber ich möchte auf jeden Fall. Inner Rage. Die One Damage möchte ich auf jeden Fall nicht machen. Ich meine, ich möchte am Anfang direkt Pressure aufbauen. Direkt mit Minions rauskommen und dann Spaß haben. Nächste Runde können wir abtaunten oder... Wie ist das? Können wir schon mal zwei... Boah, Ysera. Boah, okay. Den da. Und Armor up. Inner Rage lassen wir liegen. Und weiter. Nächste Runde. Gut. Minions with Spell Damage. Habe ich jetzt erstmal nicht. Egal, es ist ein 4-2 Minion. Ist nicht schlecht. Life Tap, okay. Du wirst keinen Spell ziehen, falls du es noch nicht gemerkt hast. Mein lieber Freund. Das ist das Geld. War Song Commander. Okay. Den sparen wir uns auf jeden Fall. Ich spiele jetzt mal Master of Ceremonies. Den Spell Damage haben wir nicht. Wir bringen ihn einfach ganz langsam runter. Den Inner Rage sparen wir uns auch nochmal auf. Inner Rage auf Ysera. Das stelle ich mir geil vor. Gut, wir haben das Charge Geld. Wir haben den Inner Rage. Haben wir jetzt noch ein. Boah, ich habe noch nie Patron Warrior gespielt, aber stell dir vor, ich ziehe jetzt noch einen Patron. Das wäre doch mal geil. Sans Demons. Okay. Er hat immer noch nichts aufs Deck gebracht. Ah, jetzt kommt was, okay. The Coin. Okay, jetzt hat er Demon für 1. Was kommt jetzt? Corruption. Hä, wo hat er den denn her? Ich dachte, es gibt keine Spells. Was soll das? Ey! Wir hatten uns darauf geeinigt, dass es keine Spells gibt. Gut, den kann ich noch nicht spielen. Shieldblock, Inner Rage. Der stirbt. End of next turn. Für 4. Ich könnte... Ich glaube, ich ziehe mal ein Kärtchen. Charge Girl möchte ich gerne behalten erstmal. Death Spite. Sehr schöne Karte. Die zusammen... Ja, geil. Okay, das ist ziemlich geil. Das ist eigentlich das perfekte Patron-Head. Wir haben Inner Rage und wir haben Deathbite obendrauf. Das ist doch mal geil. Ich müsste nur mit Deathbite arbeiten und dann... Ja, oh, Molten Giant. Böse, böse, böse. Du bist ein böser, böser Mensch. So. Ich brauche immer noch nichts restoren. Ich habe aber auch noch keinen Patron auf der Hand. Charge Girl möchte ich mir auch aufspannen. Wenn ich wirklich einen Patron auf die Hand kriege... Komm, wir nehmen den... Ach, ich möchte den eigentlich auch nicht spielen. Das ist so unfair, ey, gerade. Mountain Giant, ey, dieser scheiße Scheißkarte. Aber irgendwie muss ich was machen. Inner Rage auf ihn bringt nichts. Charge Girl mit ihm zusammen bringt auch nichts. Ich muss ihn jetzt spielen. Funnel Cakes. Get your Funnel Cakes here. Ja, komm. Da drauf. Ich muss ihn pingen, sonst keine Chance. Ah, das ist jetzt echt fies, muss ich sagen. Wenn ich jetzt noch einen Patron auf der Hand kriege, das wäre nochmal schön. Ja klar, den wird er wegmachen. Er hat noch 3, was kommt jetzt? Wrathguard. Void Terror. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Void Terror ist böse, vor allen Dingen, weil ich keine... Ich habe
keinerlei Chance, den vernünftig wegzumachen, ohne den Schaden einzustecken. Ach du Heiliger. Das ist jetzt echt bitter. Okay, Charge Divine Shield. So. Ich könnte jetzt Inner Rage geben, dann macht er 6 Damage. Boah. Inner Rage möchte ich eigentlich sparen. Mano. Ich kann... Man, er haut mir gleich 5, er knallt mir gleich 15 Schaden ran. Ich muss ihn irgendwie wegkriegen. Boah. Das ist krass. Gut, das überlebt er jetzt noch. Enden. Gucken, ob er mit den Schaden ins Gesicht haut oder nicht. Mal abwarten. Jetzt möchte ich möchte jetzt gerne meinen Patron ziehen. Drain Life. Boah. Wo hat er die. Wo hat er die Spells her? Habe ich etwas nicht verstanden? Model Strike. Oh Gott, Mortal Strike, das wäre jetzt mal richtig schön. Boah, ich habe da nur noch 5 Leben, Alter. Mortal Strike, 12 or less Damage. Wie kriege ich den runter? Warte mal, ich kann das Charge Girl spielen und ihn. Gut, dann, ich muss es spielen, sonst bin ich bald tot. Charge Girl. Orgrimmar Aspirant. Und dann kann ich nächste Runde den Mortal Strike spielen. Aber ach, den kriege ich ja schon wieder trotzdem mit Schaden. Kriegen ja trotzdem. Ach, ich habe wieder nicht aufgepasst. So. Ja, ich kriege es jetzt nochmal ins Gesicht. Ich bin ja, quasi tot. Scheiße, das war mies gespielt. Ich vergesse immer, dass ich zu wenig Mana habe. Ja, klar. Ja, natürlich. Baron Gannon. Okay, ich bin tot. Das war mal scheiße. Wo kriegt er die Spells her? Habe ich irgendwas nicht verstanden? Encounter at the crossroads. Pick a class. Let's see what's in your deck this time. Wieso verstehe ich da irgendwas nicht? Wo hat er die Spells her gehabt? Hm. Oh, was für Quests habe ich noch? Ich habe jetzt noch Hunter or Mage, Druid or Hunter. Hunter könnte ich beide machen. Gut. Dann spielen wir noch eine Runde Hunter. Falls so viel Spaß macht. Gut. Hunter, Hunter, Hunter. Rexxar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist echt gar nicht lustig. Das ist echt nicht lustig. Irgendwie... Komplett ohne Spells zu spielen, macht wenig Spaß, muss ich sagen. Aber es kann auch funktionieren. Und ich verstehe gerade nicht, woher hatte der da seine Spells? Das verstehe ich nicht so richtig. Rexxar versus Jaina. Jaina. Hm. Ja, ich habe danach gefragt, das stimmt. Extra Card. Okay, also wir haben Animal Companion, Shattered Sun Cleric, Ned, Twilight Drake, oh ja. Das ist sehr nett. Illidan. Sehr cool. Animal Companion. Shattered Sun Cleric. Den nehme ich mal raus. Ich brauche was für Runde 2. Oder Runde 1. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Okay, also Goldshire Footman Runde 1. Arcane Missiles. Okay. Er hat einen Spell bekommen. Misdirection. Ah, ein Secret, okay. Okay, wir spielen ihn hier. Und coinen erstmal nichts aus. Nächste Runde Misdirection wäre eine Möglichkeit. Okay, Fireblast. Der bringt ihn runter auf 1. Oh, okay. Ah, Bloodfriend Raptor. Perfekter Minion, um den jetzt zu spielen. So. Den Coin lassen wir erstmal. Die nächste Runde Animal Companion. Die Misdirection sparen wir uns nochmal kurz. Man, er kann jetzt nochmal pingen. Oder er spielt einen Minion. Je nachdem. Was wird er tun? Was wirst du tun? Er pingt den Minion? Okay, hätte ich jetzt so nicht erwartet.
Animal Companion. Huffer, sehr schön. Das ist doch mal eine Runde Damage hier. Fein, fein, fein. Nächste Runde können wir... When you summon a beast, draw a card. Oh, das ist geil. Ich müsste noch ein Beast dazu haben und dann wird es richtig lustig. Ja, Hero Power, klar. Was spielt er dazu? Hä? Kobold Geomant. Okay, Misdirection. Interessant. Was spielen wir jetzt? Wir könnten ihn spielen, wir könnten aber auch den Starving Buzzard spielen. Ich habe nur leider im Moment kein anderes Beast, das ich spielen könnte. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, ich spiele echt den Twilight Drake. Da kriegen wir jetzt nochmal 5. Das ist ein schön, schön hoher Minion. So. Finde ich gut. Jetzt lohnt sich das noch. Und dann, ja, was soll ich anders machen, als ihm ins Gesicht zu hauen? Was soll ich anders machen? Gut, nächste Runde. Nächste Runde 5. Starving Buzzard. Boah. Ja, Fireball. Wo kriegen die Spells her? Ich hab... Ja gut, das nehme ich mal so hin. Das nehme ich doch einfach mal so hin. Ja, Druid Hunter Victory, Hunter or Mage Victory und Gold Earned. Ja, das akzeptiere ich einfach mal so. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Schnellste Runde ever. Warum nicht? Tavern Brawl. Also die Tavern Brawl verwirrt mich gerade. Ich glaube, ich gucke mir jetzt doch lieber mal das Constructed noch an. Hier, Rank. Ich bin gerade echt mies drin. Ich gucke mal kurz das Deck an. My Collection. Ich habe so bei meinem Druiden so ein bisschen was ausgetauscht. Hier, Druid Basic Upgrade. Was haben wir da drin? Wir haben jetzt, ich habe noch reingepackt Living Roots. Sehr schöne Karte, die sich hier auf jeden Fall ist. Die Danassus Aspirant habe ich reingepackt. Was habe ich? Druid of the Saber habe ich reingepackt. Ich glaube, wir spielen jetzt nochmal eine Runde Constructed. Da wird es vielleicht ein bisschen länger, aber egal. So, also Play. Wir spielen eine Runde hier im Ranked-Bereich mit meinem Druiden. Go! Weil ich habe diese Saison, ich glaube nicht, dass ich die... Ich habe Stufe 18 schon erreicht. Mir fehlen einfach zu viele Karten noch. Ich muss jetzt einfach irgendwas spielen, um mir Cardpacks zu holen, um Arena zu spielen. Also ich werde auf jeden Fall, ich denke, ich werde am Wochenende diese 1100 Gold einfach mal aus Jux und Tollerei mit Vollschwung investieren. Und das ist mal die mieseste Starthand aller Zeiten. Alter. So. Das hasse ich beim Druiden so sehr. Ich ziehe immer von... Ja, wie soll man denn mit der Starthand lieber was Vernünftiges reißen? Das muss mal einer erklären. Das kann doch gar nichts werden. Ja, super. Das kann doch nicht funktionieren. Wie soll das denn funktionieren? Ich habe genug kleine Karten im Inventar. Und was ist, ich kriege die ganze Zeit nur irgendwelchen Scheiß. So, komm, die zweite Rakete starten wir auch noch. Start that rocket. Start die andere Rakete auch nochmal, komm. Start die Rakete. Er will nichts machen, sehr schön. Gut, was anderes können wir gar nicht machen als das. Also wir Armor up und Spaß haben. So, magst du jetzt nochmal die andere Rakete starten? Wäre doch nett. Gut, wir starten dann nochmal hier. Wenn die zu. Das war daneben. Oh yo, it's flying. It's flying, Kobold Geomancer. Okay. Wild Growth. Na, endlich mal was Vernünftiges hier. Ich meine, ich bin jetzt echt im Nachteil dadurch, dass ich, hier die ganze Zeit keine Minions spielen konnte, aber endlich mal ein Wild Growth. Ja, das wird knapp. Das wird jetzt sehr schwer. Shieldbearer, okay. Was kommt dazu? Noch ein Ping. Ja, er pingt nochmal, okay. Okay. Was soll ich spielen? Druid of the Saber, okay. Wir haben Druid of the Saber, entweder chargen plus den. Okay, ich glaube, ich spiele Druid of the Saber, Shattered Sun Cleric. Den spiele ich als Charge Form. Und wir buffen ihn noch ein bisschen. So. Okay, haben wir immerhin schon mal zwei Minions draußen. Ist schon mal gut. Er hat seinen Kobold Geomancer. Gut, er kann auch jederzeit einen davon mit dem Frostbolt wegpingen.
Er kann generell... Ah, das ist alles blöd. Nächste Runde... Arcane Explosion, okay. Ach ja, das ist scheiße, er hatte den. Na, ah, ich hasse es. Gut, nächste Runde, wenn er jetzt noch ein One Health Minion spielt, swipe ich. Okay, er spielt nichts mehr. Hm, das ist echt unlustig gerade. Starfire hilft mir nicht. Swipe und das wäre eine Möglichkeit, um da einfach aufzuräumen. Ich könnte aber auch ein Gnomisch Inventor spielen. Ja, komm, wir machen so. Swipe, ich muss den Spell Damage weg haben. So, und dazu Armor Up. Spaß haben. Ich meine, ich habe noch einen zweiten Swipe im Deck. Ich meine, Swipe, das ist so. Ich möchte den Swipe eigentlich nicht verschwenden, aber ich muss was tun. Sonst, ich meine, es haut da 5 Attack Minion. Es haut da für 5 Drop kann er raushauen. Das ist gar nicht so lustig gerade. Kann er jetzt mal hier die Rakete abfeuern? Vielleicht bringt mir das Glück. Fire up the laser. Ah, ein Taunter. Okay, das ist doch ein wunderbares Opfer für den Starfire. Und dann kriege ich noch den Card Draw oben drauf. Oder den Shieldmaster gegenüber spielen. Aber ich habe nichts... Komm, einfach mal Starfire. Brems. Und ein Boulderfist Ogre. Sehr schön. Nächste Runde Möglichkeit. Keeper of the Grove mit Silence oder Attack und Gnomisch Inventor oben drauf. Oder Taunt und Gnomisch Inventor. Oder je nachdem, was er jetzt spielt. Da muss ich wirklich abwarten, was er jetzt spielt. Okay, ein Taunt. Innervate noch oben drauf. Das wäre natürlich die Möglichkeit. Boulderfist Ogre plus Taunter. Boulderfist Ogre würde ihn, seinen Minion, direkt mal töten können. Und er muss ihn angreifen. Das finde ich auch nicht schlecht. Mal, der hat nur 5 Damage. Ich könnte natürlich auch Keeper of the Grove und Taunt spielen. Dann muss er ihn angreifen mit dem. Was wäre das Schlauere von beidem? Ich meine, was würde ich in Runde 9 spielen? Runde 9 könnte ich immer noch die beiden spielen. Ich meine, er hat natürlich auch jede andere Möglichkeit, den wegzumachen. Er kann einen Fire Blast nehmen. Er kann alles mit ihm spielen. Ich glaube... Wir machen es so, wir spielen ihn, spielen den dazu, mit Damage, und den Innervate lassen wir erstmal liegen. Nächste Runde entweder könnten wir spielen Boulderfist Ogre plus, Boulderfist Ogre plus Gummish Inventor, doch, das kriegen wir hin sogar, mit 10 kriegen wir das hin, oder einfach nur die beiden, na, mal überlegen, wie wir es machen. Muss ich mal abwarten, was er jetzt spielt. Ich glaube, das war der schlauere Move. Ich meine, wenn er jetzt wirklich einen seiner Fire Blasts verschwendet, weil was hat er? Er hat noch zwei Frostbolts, er hat noch zwei Pyroblasts, er hat noch so viel Frostbolt, ja. Haut den weg. Frostbolt, jetzt kann er aber keinen Fireball mehr spielen. Okay, auch mal nicht schlecht. Oh, Ancient of War, das ist natürlich... Ich meine, das ist natürlich das typische Ziel für ihn, für den Sheep. Da könnte er wunderbar schieben. Werde ich da gleich erstmal traden, ist die Frage. Wenn ich trade, ist natürlich... Ja, komm, wir spielen ihn. Du als Rooted. So, traden hier. Und dann hauen wir ihm nochmal den einen Damage ins Gesicht. Das Innerwelten lassen wir. Ich habe noch zwei Card Draw auf Hand. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich meine, nächste Runde könnte ich Boulderfist oder Puskatra. Ich muss natürlich. Er wird garantiert schieben. Er muss den weghaben. Oh. Okay. Booty Bay Bodyguard. Kein Schieb auf der Hand. Das würde mich wundern. Ich meine, er hat garantiert einen Schieb im Deck. Also, das wäre ja. Wäre ziemlich fahrlässig, da keinen Schieb im Deck zu haben. Okay. Interessant. Shattered Sun Cleric. Okay, wir haben 10. Also ich könnte einen Card Draw und einen Boulderfist Ogre spielen. Dann, wie kriege ich die weg? Ich kann einen von beiden kann ich wegpacken. Ich würde aber echt mal gerne den Boulderfist Ogre rausbringen, einfach um so ein bisschen Druck aufzubauen. Ich spiele mal den Card Draw. In der Hoffnung, Aesthetic Swampus hilft mir nicht so viel. Okay, Boulderfist Ogre. Was könnte er spielen? Er könnte... Ich spiel's mal so. Dann attacken wir hier. Dann ist das ein. Und das ist eigentlich auch blöd, weil dann haben wir. Sobald er, wenn er jetzt ein. Der kann jetzt natürlich echt wunderbar. Ja, wir lassen es erstmal so.
Ich meine, er kann jetzt mit seinem, ich weiß gerade nicht, wie die Karte heißt. Ich vergesse immer die Kartennamen. Das nicht Starfire, diesen Flamestrike. Flamestrike wäre jetzt echt böse. Wenn er den jetzt bringt, ist mein Board clear. Bis auf den Boulder fürs Ogre. Fireball, okay. Also ja, okay, der Boulder fürs Ogre, den Boulder fürs Ogre hat er weg. Jetzt ist die Frage. Für den Flamestrike reicht es nicht mehr. Wir haben den einen Fireball rausgelockt. Okay, jetzt wird... Jetzt, now we're talking. Okay, was können wir machen? Wir können den Iron Bark... Erstmal, ich muss sowieso traden. Ich würde sagen, der Mana Worm. Wir traden so. Wir traden so. Okay. Jetzt können wir, Wir können entweder ihn aufbuffen. Aber ich glaube echt, ich spiele dir den Iron Bark Protector. Innervate. Gnomish Inventor. Einfach mal ein bisschen Druck auf Wrath. Okay, sehr cool. Card Draw oder Damage als Spell. Nett. Okay. Jetzt die Frage. Er hat immer noch keinen Sheep. Er hat immer noch zwei Sheeps. Er hat noch einen Frostbolt. Er hat noch einen Fireball. Er hat noch keinen einzigen Flamestrike gebracht. Man, er hat hier noch 16 Karten. Ich kann mir nicht vorstellen. Also entweder er hat keine Sheeps im Deck. Das würde mich sehr wundern, wenn du als Mage keine Sheep im Deck hast. Und ich habe auch noch... Da ist der Flamestrike. Ich habe es gesagt. Der fehlte noch. Ja, okay. Der fehlte. Coin. Und jetzt, was kommt jetzt? Shieldmaster, okay. Der Shieldmaster, der fehlte noch. Oh, Stormwind Champion. Okay, Stormwind Champion und er. Das ist doch mal eine geile Kombo, oder? Ich meine, er hat jetzt gerade einen Flames, der ersten Flames gerade rausgehauen. Ich meine, das ist doch einfach eine geile Kombo, oder? We must cleanse the Sunwell. So, und dann, ich meine, ich muss ihn wegmachen. Der führt nichts dran vorbei. Hat jetzt nur noch 3 Damage, aber ist doch schon mal ganz nett. Wenn er den jetzt nicht wegkriegt, er muss jetzt meinen Taunter wegmachen. Er muss es machen. Sonst hat er keine Chance. Da muss auf jeden Fall ein Frostbolt rein. Frage ist, hat er einen Frostbolt? Oder hat er einen Fireball? Wenn er einen Fireball drauf verschwenden müsste, wäre mir noch lieber. Dann würde er, könnte der Stormwind Knight noch ein bisschen länger überleben. Das wäre doch mal cool. Was sagst du, Kollege? Mirror Images, okay. Zweimal Taunt. Urubashi Berserker. Noch ein Ping oben drauf. Oder was hast du da noch in der Hand? Was hast du noch auf der Hand? Ist jetzt die große Frage. Ich meine, die Mirage Images, die stören mich. Da kriegt er gleich den rein. Vielleicht kriege ich noch was anderes Schönes, um ihn, um die wegzumachen. Das kriegen wir schon hin. Das ist so. Ja, klar, der muss halt reinhauen. Und er kriegt gleich 10 Damage. Ins Gesicht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er die kriegt. Es sei denn, er hat jetzt noch irgendwas, um die 2 Damage zu machen. Was hast du noch? Er hat nichts mehr. Okay. Innervate, der hilft mir nicht unbedingt. Okay. Wir spielen Wrath mit 3 Attack. So. Wir machen den. Dann gibt es nämlich 16 Damage für ihn, die er abkriegt. So. Dann nehmen wir den noch. So, das die anderen lasse ich es erstmal. Ich meine, er muss mindestens 2 Minions werden. Er kann den Taunter wegmachen mit seinem Gurubashi Berserker. Den kann er auf jeden Fall wegmachen. Die Frage ist, kriegt er die anderen noch weg? Mit dem Fireball? Ja. Und so weiter und so fort. Ja, ich wollte den Exotic Swamp Us nicht spielen, weil ich dann einfach nichts mehr in der Hinterhand habe. Ja, der ist weg. Sehr gut. Oder auch nicht gut. So, was hat er auf der Hand? Ist die Frage, was hat er auf der Hand? Hat er noch einen Fireball? Er hat nichts mehr. Sehr schön. So mag ich das. So wollte ich das sehen. Wunderbar. Okay. Schöne Sache. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Hearthstone. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr von der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.